Cliffhanger. Ben Swenson ist tot. Was? Ja, genau. Ich wollte gerade, klärt mich doch mal kurz auf, was passiert ist. Das letzte Mal gesagt, was ist die Situation? Für mich ist es ein großes schwarzes Loch. Okay, André, klärst du mich bitte auf? Ja, wir haben unsere Forschungsstation wurde sabotiert von fiesen Kapitalisten. Ja, Und irgendjemand ist tot. Aber noch nicht der Ben Swenson, der wird erst gleich tot sein. So. Hier ist auch das Spiel. Wir wurden sabotiert von irgendwelchen zwielichtigen Gestalten von dem Ibanez, dem bösen Menschen, der lieber Atomkraftwerke baut oder Kohlekraftwerke oder beides, anstatt die Alge zu finanzieren. Und sie zerstören diese ganze Forschungsbasis. Und mit Hilfe des Reporters können der Reporter, die Funkerin, Ben Swenson und der Sohn Duwe können fliehen. Und jetzt sind wir irgendwo in Südamerika. Und das Kapitel heißt, Ben Swenson ist tot. Ah, okay, wir sind nicht mehr auf der Bohrinsel. Nein, aber auf der Bohrinsel haben wir, glaube ich, haben wir da eine Algenprobe mitnehmen können? Irgendwie sowas. Ja. Haben wir. Irgendwie sowas. Da sind wir. Mich darf man da echt nicht zu fragen. Ich habe ein wirklich gutes Siebgedächtnis für so Dinge, die mich... Ist ja alles gut. Deswegen, wir haben alle verschiedene Fähigkeiten. Ja. Und André konnte doch aufklären. Danke für die Zusammenfassung. Bitte. Ja, und es ist schön, dass es im Hintergrund endlich mal so tropische Geräusche gibt. Da kann ich dann doch vielleicht gut schlafen. Ja, ist schön. Hier haben wir einen Tacker, den nehmen wir mal mit, weil wir nehmen alles mit, was nicht angetackert ist. Da oben ist da ist ein kleines, keine Ahnung, ein Äffchen mit großen Augen. Ich würde Folgendes vorschlagen, weil ich schon gelesen habe, du sollst dich bitte unterhalten. Mit dem hier. Mit Simon. Okay, wenn du, dann kannst du mir sagen, was ich tun soll. Also ich unterhalte mich mit... ausführlich unterhalten. Das ist ein Kobold-Maki. Ja, Kobold-Maki heißen die. Zu den anderen, richtig? Wen meinen Sie? Na, das neue Techniker-Team fürs Kraftwerk. So eine schmale Frau mit Dutten, hysterischer Riese und ein Kerl, der aussieht wie Sie, nur mit Körperhaltung. Ach so, ja, die gehören zu mir. Dachte ich's mir doch. Wie kann ich helfen? Bringen Sie mir einen Kaffee. Muss ich den Kaffee nehmen? Du sollst dich ausführlich unterhalten, steht hier. Nichts. Ja. Okay. Bringen Sie mir einen Kaffee. Sorry, ist aus. Und die neue Lieferung kommt erst heute Nachmittag. Kein Kaffee. Kein Kaffee? In Südamerika? Wir müssen falsch abgebogen sein. Nein, Sie sind richtig abgebogen, nur zur falschen Zeit. Bis gestern wurde meine Bar 24/7 von Arbeitern aus dem Kraftwerk belagert. Ein Gremium in Norwegen hat gedroht, alle mit einem Schlag arbeitslos zu machen. Hat irgendetwas mit Algen zu tun, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es kein Bier mehr, keinen Schnaps und der Kaffee ist auch aus. Hat sich die Stimmung inzwischen gebessert? Yep. Scheinbar sind die Algen mitsamt ihrem Erfinder in die Luft geflogen. Das Gremium hat seine Drohung zurückgezogen. Die Arbeiter sind wieder glücklich, die Arbeitsplätze gesichert. Der einzige Leidtragende sind jetzt Sie, aber wie gesagt, spätestens heute Abend kriegen Sie Ihren Kaffee. Okay. Ist schön. Es geht wieder um Arbeitsplätze. Wie kommt man am besten zum Kraftwerk? Ach, das geht schnell. Nur zweimal den Fluss runter. Wenn ich Miss Buendia am Kraftwerk Bescheid gebe, dann schickt sie sofort ein Boot. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie sie heißen und ich melde sie an. Danke, sehr nett, aber wir kommen schon allein zurecht. Sie wissen schon, dass der Fluss der einzige Zugang ist. Der Landweg ist elektrisch verzäunt und die Sicherheitsleute schießen auf alles, was sich bewegt. Indes wird Ihnen gerne ein Boot herschicken, wenn er erfährt, dass Sie da sind. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal, nein, danke. Tja. Gibt es kein Boot, das bereits angelegt hat? Nur das Patrouillenboot von Jorge und Benicio. Die beiden warten schon den ganzen Tag auf einen Mechaniker, der den Kutter repariert. Miss Buendia weiß Bescheid, aber keiner kommt. Was ihnen aber egal sein kann. Das Boot dürfen sowieso nur Sicherheitskräfte benutzen. Alles klar, das werden wir uns unter den Nagel reißen. Was war nochmal mit dem Boot? Was soll damit sein? Es ist kaputt. Jorge wartet auf den Mechaniker, während Benicio sich mit ihren Freunden die Zeit vertreibt. Aber wie gesagt, sie dürfen damit eh nicht fahren. Okay. Was macht eine Bar mitten im Dschungel? Die Bar ist Teil des Flusshafens. Abends kommen die Arbeiter vom Kraftwerk herüber und feiern hier. Das Kraftwerk hebt die Lebensqualität des Landes und ich die des Kraftwerks. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich würde eher sagen, das Kraftwerk verpestet den Planeten und Sie die Lebern der Arbeiter. Es ist genug Gift für alle da. Hm. Ich dachte gerade, André hätte gelacht.
Ist die Bar auch Eigentum von Indus Industries? Das ganze Tal gehört Indus. Auf dem Weg hierher müssen sie doch einen der Kontrollpunkte passiert haben. Kontrollpunkte? Mit Passkontrolle und Sicherheitscheck? Ja, klar. Das volle Programm. Sie müssten schon wie ein Wahnsinniger durch das verminte Unterholz brettern, wenn sie die Personenkontrolle umgehen wollen. Wie ein Wahnsinniger also? Die Nuss! Die Nuss! Haben Sie das gemacht? Wahrscheinlich. Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Jetzt geht zum Koboldmarki. Links, links, links. Psst. Moment. Ich und Duwe, wir haben einen Plan. Der wäre? Wir saufen den Wachmann unter den Tisch und klauen dann seine Sachen. Gentlemen, nächste Runde. Freiwillige vor. Ich bin dran, ich bin dran. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Also gut. Welche Farbe? Pik. Richtig. Endlich. Trinken. Ich würde ja gerne. Aber ich fürchte, das Bier ist alle. Brillanter Plan. Wenn wir doch nur neues Bier hätten. Okay, die beiden Vollidioten, die bereits besoffen sind, versuchen den relativ klar wirkenden Wachmann ohne Bier unter den Tisch zu trinken. Und wir müssen für einen bescheuerten Plan Bier... Habe ich verstanden. Ich gehe nochmal zu dem Marki zurück. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Kleiner Affen. Achso, warte mal. Ich muss mal auf... Ich muss mal nochmal Blub machen. Ich dachte, man kann den einklicken. Nee, man kann den nicht anklicken. Man muss den Werkzeugkasten vom Auto einstecken und die Antenne abbrechen. Okay. Als nächstes. Alles klar. Den Tacker haben wir ja schon und dann gehen wir nach rechts. Der Brillant. Ist viel leichter als gedacht. Hier kommt er nicht weiter, also gehen wir nach rechts zum Bootsteg, nachdem wir diese Antenne abgebrochen und den Werkzeugkasten genommen haben. Das Ding ist Schrott. Abgebrochen. Ja. Super, einfach weitergehen. Also an Oggi und Duwe vorbei. Den Plan haben wir uns ja schon vorher angehört, den sie haben. Düdelü. Zum Bootssteg gehen. Wir müssen der Wache den Werkzeugkasten zeigen. Ach ja, weil wir der Mechaniker sind, natürlich. Ja, sie glaubt uns aber nicht. Ja, natürlich. Naja. Entschuldigen Sie. Ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein. Verschwinden Sie. Ach so, okay. Ich muss ihm den Werkzeugkasten. Sehen Sie hier. Werkzeug. Und? Ich bin Mechaniker. Spezialist für Airboote. Darf ich mir Ihres ansehen? Eine Bibel macht noch keinen Papst. Sagen Sie mir erst, welchen Motor wir benutzen. Und dann schaust du dir das Schild am Boot ist irgendwo ein Schild. Woher soll ich das wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keinen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Schild hinter uns am Boot. Irgendwo ist ein Schild. Ach so, da ist ein Schild. Anschauen. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Dann das Buch auf der Kiste angucken. Das hat das neben Boot der Wache. Auf der Kiste. Das Buch. Da. Ah. Ich dachte, Sie sind Spezialist für Sumpfboote. Und? Dann brauchen Sie auch keine Gebrauchsanweisung. Also dahinter. Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Servicenummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Okay. Und hinter der Kiste finden wir Bier. Einen Kasten Bier irgendwie. Hinter der Kiste? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist eher hier, oder? Also, ja, da ist ja vielleicht das Gelbe. Das Gelbe, ja, ist doch ein Bierkasten. Was auch immer die abhalten soll. Weg damit. Bier. Mitnehmen. Hinter der Plane, Inga, nicht hinter der Kiste. Ja. So, und jetzt? Jetzt gehen wir zur Kneipe. Den anderen das Bier bringen. Ja, okay. Also ich kann jetzt noch nichts mit dem Boot machen. Nee. Okay. Spart wirklich viel Zeit. Wir bitten Oggi um Geld.
da. Sie können jetzt weiterspielen. Oh, vielen Dank. Meine Herren, es geht weiter. Okay, und jetzt? Oggi um Geld bitten. Okay. Kannst du mir Geld leihen? Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Danke. Das geben wir dem Barkeeper. Ich tue mir das nicht länger an. Wir geben dem Barkeeper... Achso, wir geben ihm Geld, weil ich Bier gefunden habe. Nee, um das Telefon zu benutzen. Und was war nochmal mit dem Boot? Ach so. Was soll damit sein? Es ist kaputt. Jorge wartet auf den Mechaniker, während Benicio sich mit ihren Freunden die Zeit vertreibt. Aber wie gesagt, sie dürfen damit eh nicht fahren. Okay. Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Hey, das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Münzen. Reicht das für ein Telefonat? Klar, das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio Indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Nee. Arsch. Ja. So, und dann telefonieren wir und fragen nach dem... Aber was soll's. Ja. Eingebauten Motor. Motor. Transport Boats and Manufacturing Inc. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Um welchen Bootstyp handelt es sich? C600. Es handelt sich um einen Amazon Buggy C600. Um was für ein Motor geht es? Serienmäßig. Genau. Es geht um den serienmäßig eingebauten Motor. Kleinen Moment. Sie meinen den Drifter TTX? Ja, genau den. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay, und jetzt geben wir noch dem Wachmann die Bierflaschen und nehmen das Blechschild hinter ihm, also zurück zum Wachmann. Das Blechschild hier. Ach so, ja, genau. Achso, die Bierflaschen haben wir ja schon. Oh, wir haben einen rein. Da ist ein Loch. Nein. Ich kann bis zur anderen Seite hindurchsehen. Wahnsinn, das brauchen wir wahrscheinlich von der anderen Seite später. Wahrscheinlich. Das denke ich auch mal. So, und jetzt? Dem Typen... Wir schrauben an der Rückwand der Kneipe die beiden Schrauben rechts und links vom Loch mit den Münzen ab. Okay. Schraube. Klingt, als wäre etwas umgekippt. Okay. Jetzt kannst du mal das Loch... Schraube. Auf der anderen Seite hat sich etwas bewegt. Okay. Guck das Loch. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann... Das ist Caro. Okay. Es ist falsch. Ja. Die Herzen sind runtergefallen und das Bild. Ja, okay. Aber wie gebe ich denen jetzt einen Tipp? Achso, ja, keine Ahnung, ob man mit den Nehmern kann. Warte, wenn ihr nun durch das Loch seht, erkennt ihr die Karte des Wachmanns und könnt Duvo und Orgi diese mitteilen, indem ihr den jeweiligen Stecker der Leuchtreklame zieht. Herz links oben, Pik links unten, Karo rechts unten, Kreuz rechts oben. Ja, aber das müsst ihr erstmal mit denen reden. Ja, eigentlich muss man... Unterhalte dich halt mal mit ihm. Also, weil diese Sachen, das verändert sich ja dann. Vielleicht mit dem, so kommt ihr nicht weit. Ihr spielt ein Trinkspiel? Ja. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen. Guck, Benicio zieht eine Karte und wir erraten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken, klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. Wie läuft der Plan? Er ist zu raffiniert. Blaukraut bleibt Blaukraut und wird immer Blaukraut bleiben. Blaukraut, Blutkrebs. Wir sind so kurz davor, ihn zu besiegen, aber uns fehlt eine richtig gute Strategie. Besser, ihr überlasst das Denken jemand anderem. Wie du meinst. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach. Erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke.
Okay. Ich tue mir das nicht länger dann an. Dann spreche ich mal mit meinem Sohn, ja? Alpaka möchte gerne mehr Bier klauen. Ja, guck, das kann ich verstehen. Ben, ich mache mal auch gerade... Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein, das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber nicht hier, um dich anzumotzen. Sondern? So, ich muss mal gerade... vergessen den Kategorie bei Twitch einmal kurz ändern. So. Ich wollte mich entschuldigen. Möchte ich mich entschuldigen? Sir, kann man sich immer. Ja. Es. Dove, es tut mir leid. Ich war kein sehr guter Vater. Und. Ich habe Riesenmist gebaut. Naja. Dann trinkt mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ben, lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Hm. Ich habe den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Dube. Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Okay, wir müssen... Ja, dann wir probieren das jetzt mit dem Stecker ziehen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, okay, dann muss ich was machen. Okay, dann Loch ansehen. Durchsehen. So, jetzt sag mal, welchen ein Stecker? Ein Loch in der Wand. Ach so, durchsehen. Ja, erstmal durchsehen. Und jetzt also, Herz ist links oben. Links oben, also das hier. Probier mal. So. Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Richtig. Ich trinke. Es läuft. Es ist Herz. Falsch. Du trinkst. Mist. Neu gucken wahrscheinlich. Das ist Pik. Okay. Pik ist links unten. So. Pik, Karo oder Kreuz? Pik? Richtig. Ich trinke. Wieder okay. Reingucken. Das ist Karo. Das ist? Karo ist rechts unten. Es läuft wie geschmiert. Das Endgerät hängt auf der anderen Seite der Wand. Rechts unten? Ich habe hier nur ein rechts. Ah ne, da oben ist auch noch ein Stecker. Alles klar. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es Kreuz? Falsch. Ah. Du trinkst. Okay. Da oben. Okay, jetzt müssen wir weiter. Ich hab's jetzt aber gleich. Ja, ja. Du, also ist ja alles besser. Karo? Karo rechts unten. Nee, war's nicht. Gibt's vielleicht irgendwo anders noch irgendwas? Oder steht da vor einem? Ach, das, da ist noch ein Stecker. Ah. So? Was ist die Ansage? Karo. Richtig. Ich trinke. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Okay. Gott sei Dank. So. Jetzt sprechen wir die Wache vom Boot an. Ach so. Wir wissen doch jetzt den Motor. Drifter. Ja. Drifter TTX. Kann ich euch sagen. Richtig gut nicht gemerkt. Ich rede erst mit Ihnen, wenn Sie meine Frage beantworten. Welchen Motor hat das Boot? Sie benutzen einen Drifter TTX. Richtig. Damit ist es bewiesen. Ich bin Mechaniker. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Der Auspuff ist verstopft, das Windruder gerissen und das Benzinkabel leckt. So. Okay. Wir durchsuchen im Inventar den Werkzeugkasten. Die Werkzeugkatze. Ja. Und benutzen die Schraube mit dem Blechschild. So haben wir eine Schraubzwinge. Was? Wir benutzen die Schraube mit dem Blechschild. Das Blechschild ist ganz rechts. Wie bediene ich dieses hier? Achso, durchsuchen. Dann wollen wir mal sehen. Eine Schraube, eine Mutter. Mhm. Das war's. Ja. Na ja. Prima. Die Schraube mit Blechschild. Das war okay. Schraube. Ausgestapelt der Werkzeugkasten. Mhm. Ich habe sehr aufgeräumt. Eine Idee. Ich nehme das Schild,
Verbiege es so, dass ich die Schraube durch die Öffnungen an beiden Enden schieben kann. Fixiere die Konstruktion mit der Mutter. Und im Nu habe ich eine hausgemachte Schraubzwinge. Nicht schlecht. Ja, damit können wir den Benzinschlauch am Tank befestigen. Ich hoffe, das funktioniert. Na, das hoffe ich auch. Ja, ich auch. Ha, die Zwinge hält den Schlauchkopf am Tank. Keine dauerhafte Lösung, aber ausreichend. Okay. Ist es schön. Was ist das Nächste? Hängt jetzt die Plane an das Windruder und tackert sie fest. Die Plane sitzt wie angegossen. Jetzt muss ich sie nur noch befestigen. Na klar. Ja. Fest tackern. Endlich mal kein um die Ecke denken und wirres Improvisieren. Einfach nur Tacker mit Plane benutzen und... Ja. Wahnsinn. Die Sache ist gegessen. So muss es sein. So. Jetzt verbiegen wir noch die Antenne im Inventar und angeln damit eine Schlange aus dem Auspuff. Na toll, den Maki konnte man nicht animieren, aber da ist eine Schlange involviert. Nicht ein Aal? Ich dachte, Aale verstopfen. Endlich mal ein Angelhaken. Ja, aber in Hamburg. Hier sind Schlangen haben wir wenig. Ah ja, da haben wir das Problem. Eine Schlange hat sich in dem Auspuff verfangen. Ah, Klassiker. Ist sie tot? Das hat sie garantiert nicht überlebt. Wieso? Haben Sie Angst vor Schlangen? Nehmen Sie das Mistvieh und schmeißen Sie es ganz weit weg. Och, Mann. Mehr müssen Sie nicht wissen. Schmeiß auf ihn drauf. Ja. Wenn Sie mit dem Vieh noch einen Schritt näher kommen, dann knall ich Sie ab. Ich wollte sie Ihnen doch nur zeigen. Kein Grund, gleich jemanden zu verletzen. Doch. Ein Grund von vielen. Doch. Okay. Okay, dann gehen wir zur Kneipe und öffnen das Bier. Warte, ich versuche noch mehr Bier zu nehmen. Mhm. Ja. Nein, danke. Ich habe schon mehr als genug Flaschen mitgenommen. Dann trink mal eins. Wenn wir in einer Woche noch leben, dann schmeiße ich erstmal eine Runde. Aber garantiert nicht mit diesem halbgaren Gesöff. Ach. Spaßbremse. Okay. Ja, echt, ey. Kannst du die Schlange durchs Loch stecken? Kladderadatsch. Anscheinend nicht. Okay. Dann wäre sie auf den Wachmann draufgefallen und dann wäre der erschrocken. Finde ich eine schöne Idee, ja. Das finde ich auch, eine sehr schöne Idee. Ja. Ich weiß nicht, was dann das Resultat am Ende ist, aber... Vielleicht nicht, dass wir das Spiel durch können. Spielen. Wir werden niemals das Spiel durchspielen können, weil das der Fehler gewesen wäre. So, was machen wir jetzt? Ach ja, wir öffnen mit einem Schlüsselbund des Wachmanns das Bier. Ja, das kannst du. Darf ich? Flassen weg, Opa, sonst knall ich dich ab. Man steckt die Schlange durchs Loch und dann erschrickt er, rennt weg und man kann Schlüssel nehmen. Also hier ich steht, geht... Drin gemacht. Ah, ja. Und dann? Was? So, aber... Also hier... Ja. Wir öffnen das Bier. Das geht einfach. Also hier geht wieder zur Kneipe. Wir haben Schlüssel in der Tasche. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur, sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Ja. Darf ich? Und dann geben wir Ihnen unseren Schlüssel zurück. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Mhm. Okay. Aber keine Tricks. Okay. Wir geben ihm unseren Autoschlüssel. Genau. Hier, Ihre Schlüssel. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Runde habe ich euch. Ich lege sie einfach auf den Tisch. Das wäre geschafft. Okay. Aber du hast das Bier nicht aufgemacht, so geht das nicht. Okay, jetzt habe ich es aufgemacht. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Zurück zum Boot und dann können wir ja mit dem Bootsschlüssel das Boot anmachen. Jetzt einfach das Boot anmachen? Der Typ ist doch noch da, oder? Ja, aber ich lese ja nur die Lösung. Ich, keine Ahnung. Aber. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Steht nur, benutzt den Bootsschlüssel mit dem Boot. Das Boot ist repariert, ich habe die Schlüssel, fehlt nur noch die gute Fee. Man muss irgendwas mit der Schlange machen und... Aber jetzt noch nicht. Ja, wo ist Faye? Weil wir gehen jetzt, wir gehen links zur Kneipe. Links? Und ja, hier steht, geht wieder ganz links zur Kneipe. Ich weiß nicht, warum wir das so ganz sagen. Links. Das wollt ihr nicht. Wir müssen dahin.
ganz links zur Kneipe und hört das Gespräch von Faye und Salvador mit an. Ben Svensson ist nicht tot. Er ist hier bei mir. Ich wiederhole nur, was die Wachen sich erzählen. Ben Svensson ist tot und die Alge ist Geschichte. Das stimmt alles nicht. Indes hat noch ein Exemplar. Wir sind hier, um es zu retten. Ach, Faye. Du und dein Plan. Warum glaubst du immer noch, dass dieser Svensson auch nur irgendwas bewirken kann? Weil ich daran glauben will. Du wirst ewig die kleine Träumerin bleiben. Oh. Ich dagegen bleibe der Realist. Irgendwann wirst du dich in heißen Dampf auflösen. Und niemand wird mehr wissen, wer du warst, woher du kamst und was du hier wolltest. An mich wird sich morgen auch niemand mehr erinnern. Aber ich habe der Welt wenigstens eine Zukunft geschenkt. Bleib ja weg vom Kraftwerk. Warte auf uns. Zu spät. Ich habe gerade den Hintereingang entdeckt. Leb wohl, Faye. Over and out. Salvador! Salvador, ah. Geh ran! Wir haben ein Boot. Oh, Bent. Gut. Wir müssen sofort los. Salvador versucht einen Alleingang. Ist das schlimm? Du kennst ihn nicht. Er wird sie alle umbringen. Alle, die ihm im Weg stehen. Okay. Mein Gott, die Alge. Wo ist das Boot? Hier drüben. Jetzt kommt die Schlange ins Spiel. Die werfen wir dem Wachmann zu. Entschuldigen Sie, Herr, Ja? Wir bräuchten jetzt doch das Boot. Dann holen Sie es sich doch. Benny, wo steckst du? Wir haben hier einen Vorfall. Das war dein Plan? Das war erst der Anfang. Sieh einfach zu. Und Hep? Weg! Weg! Los, Ben, ins Boot! Wahnsinn! Und wisst ihr was? Das ist das vorletzte Kapitel gewesen. Keine Angst, das heißt, wir schaffen das schon! Alpaka, schön genannt. Faye ist eine Zeitreisende. Ich sagte, mach dir keine Sorgen. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. Darauf deutsches Wasser. Aber ich hab nichts mehr zu trinken. Meine Tapsis sind auch alle. Tapsis? Mhm. Oh, diese Katjes Panda. Oh. Ich liebe sie. Ja, die sind toll. Der Phönix, Kapitel 8, der Phönixplan. Wie Phönix aus der Asche assoziiere ich kurz. Ja. Hier, was soll jetzt noch schiefgehen? Ich kann Salvadors Funkgerät auf der anderen Seite des Flusses orten. Wann sagtest du, kam es zu dem Reaktorunfall? Heute Nachmittag. Also los. Okay, Wir gehen über den Baumstamm, von dem wir noch einen Ast in der Mitte abreißen. Okay. Da ist ein Ast. Ja, wir stecken den Ast dort unter den Zaun und betreten das Kraftwerkgelände. Elektrozaun. Elektrozaun. Ich glaube, Julia macht eine Home-Story. Das hat sich alles bewegt. Hm? Du machst eine Home-Story. Ich musste gerade Chips holen. Oh! Salvador? Sorry, ich hab noch Hunger. Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Ja. Er kann nicht weit gekommen sein. Warte, wir können da doch nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. Okay, wir benutzen das Fernglas. Ja, um den Weg von Salvador zu verfolgen. So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1, 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch eingestellt. Ja, wir stellen erst den Fokus, den ihr beim C-Symbol in der Anzeige links oben erhalten habt, oben ins Zahlenfeld ein. Hä? Ah, ich kann dieses Minispiel überspringen. Ja. Für alle, die neu zugucken. Wir spielen dieses Spiel seit einem Jahr. Immer nur in homöopathischen Schritten kommen wir langsam weiter.
Und Inga ist es leid seit letztem Mal. Und wir versuchen... Nein, seit einem halben Jahr. Ja, okay. Ja. Wir überspringen dieses Ding jetzt und wir machen das fertig, weil wir lassen ein Spiel einfach nicht undurchgespielt liegen. Wir haben schon etwas, was wir als nächstes und als übernächstes wahrscheinlich spielen. Aber... Echt? Ja. Beides ja, von egal. Dir geschickt. Ja, okay. Es ist einfach schon wahnsinnig lange her. Wir überspringen das Spiel jetzt. Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Yeah. Gott sei Dank, so bla, schließlich gesummt. Ach so, das ist toll. Wir sind am geheimen Eingang. Klettert durch das kleine Rohr und wir landen. Will Salvador vielleicht gar nicht, dass wir ihm folgen? Er ist manchmal etwas schwierig. Von 30 Wie auch immer, wir müssen da rein. Durch also. Das Rohr, ja. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut, dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Ja. Bis gleich. Sei vorsichtig. Danke, Bent. Okay, und jetzt müssen wir hier... Dreht das Ventilrad so, dass der Wasserstand es euch erlaubt, von links nach rechts zu gelangen. Die Brücke im mittleren Silo kann mit Schaltern gelöst oder befestigt werden. Dreht das Ventil zweimal nach rechts, geht dann ins Silo. Und öffnet den Stauschutt noch wo links. Wo gehe ich hin? Da gehe ich hin. Noch. Oder? Da. Dreht das Ventil... Zweimal nach rechts. Dann ins Silo gehen, öffnen Stauschutt oben links. Dann ins Silo gehen. Stauschott oben. Ja, da. Dieses Stauschott öffnen. Öffnen. Okay. Und jetzt? Ja, wahrscheinlich Brückenhebel, oder? Hindurchlegen, Brückenhebel umlegen, ja. Alles klar. Wir klettern nun durch das Rohr wieder raus und durch das untere hinein. Ah, weil jetzt das Wasser außen... okay. Und dann können wir hier runter und öffnen. Das Stauschutt unten links. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Jetzt und jetzt? Legt den Brückenhebel um, geht zurück, schließt den Stauschutt wieder. Okay. Zurück in den Kontrollraum, das Ventil dreimal nach links und einmal nach rechts drehen. Okay. Das heißt, wir müssen hier rein. Und da nochmal, einmal nach links. Dreimal nach links und einmal nach rechts. Links. Nochmal links. Links. Und nochmal links. Links. Und einmal rechts. Rechts. Die Brücke ist jetzt oben eingerastet. Ihr könnt nach rechts gehen, nach unten klettern und dann nach links in den Raum gehen. Gott, okay. Das heißt... Einfach nur zeitaufwendig. Nee, nicht schließen. Ich bin kein... Na, Inga, das ist halt ein Rätsel. Ich meine, jetzt arbeiten wir es gerade quasi nur durch. Eigentlich ist natürlich der Spaß daran, rauszufinden, wie es funktioniert. Ja. Ja, wenn man an sowas Spaß hat. Ich hab an sowas Spaß. Go. Okay, und jetzt gehen wir hier zur Mitte herab und dann kommen wir da. Alles klar, okay. Stauschott öffnen. The Tentacle fand ich gut. Ach, da wir hätten auch da auch, wir hätten hier das auch überspringen. Auch überspringen können. Jetzt haben wir es aber geschafft. Meine schöne Lebenszeit. Aber Day of the Tentacle finde ich großartig und das würde ich auch mal durchspielen. Das hat nur leider nichts mit Meereswissenschaften zu tun und das hier ist entfernt. Ja, aber Inga, ich kann dir sagen, geschafft. Ich habe bei Day of the Tentacle auch stundenlang frustriert durch die Gegend gelaufen und geklickt. Und ja, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mir damals einen Mitschüler, der so richtiger Nerd war, nach Hause geholt habe, um das durchzuspielen, weil ich wissen wollte, wie es geht. Na endlich. Ja, wir sind teilweise im Buchladen, wo es Lösungsbücher gab. Salvador und haben dann die Sachen, wo wir hin nachgeguckt. Ja. Oh, Cutscene.
Oh nein! Das war Salvador. Kellerman? Psst, da kommt wer. Kellerman, verflucht, wo stecken Sie? Ich bin hier, Sir. Und ich habe Besuch mitgebracht. Duwe. Bent, pst. Der junge Svensson. Was hattest du vor, Duwe? Wolltest du deine Bezahlung abholen? Oder kommst du etwa wegen deinem verhassten Wundergemüse? Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es als meine Pflicht, die Welt von diesem grünen Schleim zu befreien. Und da ich nicht nur gewissenhaft, sondern auch gründlich arbeite, werde ich die Schöpfer gleich mit beseitigen. Das ist mein Stichwort, richtig? Das würde ich so sehen. Bring sie zu dem anderen Gefangenen und erledige sie. Und dann durchkämmt das Gebäude. Wenn Duwe hier ist, wird auch der alte Svensson nicht weit sein. Und diese verrückte Klimaaktivistin. Ich bin derweil in meinem Büro und mache mir einen leckeren Algentee. Algentee stelle ich mir nicht lecker vor. Bent? Sie werden ihn umbringen. Nein, werden Sie nicht. Nicht, solange ich hier noch sitze. Ich glaube, Sie überschätzen sich da. Nein, hör mir zu. Unsere Alge in der Zukunft wurde von dir und Duwe zusammen entwickelt. Wäre Duwe heute gestorben, dann gäbe es auch die Alge nicht mehr und wir hätten nie mit der Zeitkapsel in die Vergangenheit reisen können. Der Zeitverlauf hätte sich so drastisch geändert, dass ich mich sofort in nichts auflösen würde. Das verstehe ich nicht. Heißt das, wir können das Reaktorunglück gar nicht aufhalten? Doch. Nur werde ich dann... Ich werde verschwinden. Du musst das jetzt nicht verstehen. Vertrau mir einfach, wenn ich sage, dass du deinen Sohn retten wirst. Dann glaube ich das mal. Okay. Ja, ich kümmere mich derweil um die Alge. Und jetzt los. Pass auf dich auf, Faye. Du auch. Okay, es geht weiter. Entschuldigung. Es geht weiter. Ich muss den Dschungel nicht auch noch in meinem Büro haben. Sehr wohl. Die Alge ist in diesem Raum über mir, zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Okay. Kai vom Boden auf und klettern die Leiter hinauf. Ja, wahrscheinlich müssen wir erstmal die Klimaanlage voll aufdrehen. Oder kaputt machen, dass er rauskommt. Okay, was soll ich machen? Keil aufheben. Keile aufheben. Keile? Keil, den K-E-I-L. Keil steht hier. Ja, im Foyer hebt ihr den Keil vom Boden auf und klettert dann die Leiter herauf. Okay. Am Kuppelrand angekommen, benutzt ihr den Keil, um die Balkontür zu blockieren. Das ist aber ein ziemlich geiles Büro. Das hätte ich auch gern. Ja, das ist gut. Ja, ja. Würde ich auch als Schlafzimmer nehmen, wenn da keiner drum rum ist, zum Reingucken. Ja. Ja. Aber ja, so. Aber ich kann auch verstehen, warum die eine Klimaanlage haben. Gewächshaus im Ja. Okay, wieder runter. Also wir haben die Balkontür blockiert, dann brechen wir einen Zweig ab und werfen ihn in den Lüftungsschacht. Ah. Um die Klimaanlage kaputt zu machen. Und dann klettern wir wieder runter. Jawohl. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Dupdido. Die Sekretärin ist abgelenkt und ihr könnt das Telefonkabel mit dem Messer durchschneiden. Schön. Wird jetzt jemand gekocht? Und schnipp. Ach so. Da hinten, da sind die Löcher aus dem Lüftungsschacht, sind Dings. Jetzt habe ich das Telefonkabel durchgeschnitten. Genau, und dann verstellen wir die Klimasteuerung. So, jetzt wird's kalt. Und dann öffnen wir die Balkontür und schnappen uns den Algengenerator. Die Klimaanlage. Hören Sie mich? Ich bitte Sie umgehend, die Klimaanlage herunterzudrehen. Ich bin Leiter eines Weltkonzerns und kein Eisbär am Nordpol. Alles muss man selber machen.
Okay, jetzt kann ich Balkontür öffnen. Und dann können wir rein. Den Algengenerator schnappen. Oh, ey, dieser Stuhl quietscht so. Ja, ich wollte gerade schon sagen, was ist denn da los bei dir? Ja, mein Stuhl. Den habe ich vor. Ah, da ist der Algengenerator. Jawohl. Geschafft. Okay. Jetzt sind wir Bent. So. Jetzt sind wir Bent. Wir gehen durch die Tür unten in den hinteren Bereich der Halle und reden mit Salvador. Na, dem Mörder. Mega Risiko. Psst. Sind Sie Salvador? Mhm. Ich bin hier, um Sie zu retten. Halten Sie sich bereit. Ich brauche etwas, um die Fesseln durchzuschneiden. Hab verstanden. Ich kümmere mich darum. Okay. Nehmt die Scheibe auf und geht wieder in den vorderen Bereich. Sehr wohl. Das ist so geil, dass es so die Unendlichkeitstaschen gibt in solchen Spielen. Ja. Hamster sind nix dagegen. Jetzt machst du wahrscheinlich die Scheibe kaputt, oder? Dann hast du was zum Fesseln aufschneiden. Durchsucht den Container hinten links und steckt das Brett und den Metalldeckel ein. Ein Brett und ein Metalldeckel sind das einzig Verwertbare. Ich nehme beides mit. Jawohl. Und dann? Ja, eingesteckt, legt dort nun noch die Glasscheibe ab. Das brauche ich bestimmt noch. Wo soll ich die ablegen? Na, am Container irgendwie. Nee. Ach nee, hier, legt zuerst das Brett und dann den Metalldeckel auf die Kiste unter dem Kran. Die Kiste unter dem Kran. Legt zuerst. Monses. Was? Brett und dann Metalldeckel auf die Kiste. Das sieht vielversprechend aus. Und dann noch den Metalldeckel. Das sieht vielversprechend aus. Oh Gott. So, und jetzt? Also am Steuerpult den Kran senken. Okay. Und dann den hochfahren lassen und bewegen ihn in den hinteren Teil der Halle. Okay, jetzt haben wir eine Glasscheibe mit Metalldeckel. Okay. Toll. Ja. Geht wieder in den hinteren Bereich und dann machen wir Not aus. Ja. Toll, toll, toll. Was? Sie müssen schon besser zielen, wenn Sie mich mit einer Scheibe erschlagen wollen. Oh Gott. Danke. Meine Güte, Sie hätten den Mann doch nicht gleich töten müssen. Bist du hier, um mit mir die Welt zu retten oder um über Moral zu diskutieren? Beides zusammen wird heute nicht gehen. Oh Gott, dieser Typ. Dieser Typ. Es muss einen Weg geben, das Reaktorunglück zu verhindern, ohne weitere Opfer zu riskieren. Unglück? Verhindern? Was hat Faye dir erzählt? Ich weiß alles. Das Reaktorunglück, der daraus resultierende Klimagau, eure Zwischenlandung im Jahr 2050. Was? 2050? Der Teil kam von mir. Irgendwas mussten wir doch erzählen. Er wäre sonst nicht mitgekommen. Dieses intrigante Biest. Was? Was ist so lustig? Was geht hier vor? Faye hat dich angelogen, Svensson. Es gab kein Unglück. Ich bin das Unglück. Ich verstehe kein Wort. Dann gab es also gar keine Katastrophe? Die Welt ist heute nicht untergegangen? Was haben wir denn heute? Den 27. März 1982. Ein völlig willkürlicher, austauschbarer Samstag in eurem ach so gemütlichen Leben. Natürlich ist die Welt heute nicht untergegangen. Genauso wenig wie am nächsten Mittwoch, am 8. Juli oder irgendwann in 2011. Es gab eine Katastrophe, ja. Aber kein singuläres Ereignis, das dazu geführt hätte. Keinen Big Bang. Es war ein schleichender Prozess, der über Jahrzehnte andauerte. Und genau das war der Grund, warum ihr nie etwas dagegen unternommen habt. Jetzt kann ich weiterdenken hier. Mhm. Was ist mit ich habe doch mit Delvin gesprochen. Ich habe die Zukunft gesehen. Aber ich habe doch mit Delvin gesprochen. Ich habe die Zukunft gesehen.
Die Bilder, die du gesehen hast, stammen aus dem frühen 26. Jahrhundert, nicht aus 2050. Fay hat wohl doch einen Teil unserer Mission beherzigt. Du bist das beste Beispiel dafür, dass wir richtig liegen. Nur unmittelbare Ereignisse können die Menschen zum Handeln bewegen. Was ist mit eurer Zwischenlandung in 2050? Es gab eine Zwischenlandung, aber viel später. Der Klimawandel passierte nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb von mehreren hundert Jahren. Fay würde mich nie belügen. War die Zukunft der Alge auch nur eine Lüge? Das finde ich spannend. War die Zukunft der Alge auch nur eine Lüge? Welche Alge? Meine Blaualge, die sie in der Zukunft als Energiequelle benutzen. Denk doch mal nach. Wir leben in Bunkern unter der Erde. Was nützt uns Photosynthese, wenn wir keine Sonne haben? Ironischerweise müssen wir mit den Quellen zurechtkommen, die ihr uns vermacht habt. Unser ganzer Strom kommt aus Kernreaktoren. Es gibt also keinen Svensson-Generator? Haha, nein. Jedenfalls nicht, bevor mein Werk hier vollendet ist. Ja, Fay würde mich nie belügen. Und doch hat sie es getan. Schließlich hat wohl auch sie erkannt, dass die Welt nicht durch Idealismus und gute Vorsätze zu retten ist. Man muss die Menschen zwingen, das Richtige zu tun. Aber wenn es keine Katastrophe gab, was machen sie dann hier? Der Plan sieht vor, eine Katastrophe zu provozieren. Was? Sie wollen einen Reaktorunfall herbeiführen? Genau das. Unsere Experten haben berechnet, dass eine Explosion im Indeskraftwerk den brasilianischen Regenwald vom Amazonas abwärts in kürzester Zeit zerstören wird. Ein Klimagau scheint unausweichlich. Nur sofortiges Umdenken kann die Welt vom Kollaps retten. Kraftwerke werden vom Netz genommen. Alternative Energien kommen zum Einsatz. Menschen wie du werden endlich ernst genommen. Das ist die einzige Chance, den langfristigen Schaden an unserem Ökosystem einzudämmen. Da ist aber einer jetzt ganz am Ende von diesem Spiel mit dem großen Zaunpfahl unterwegs. Und es gibt immer Sachen, die man eh alle durchklicken muss. Ja, ich würde aber auch gerne die Story weiter verfolgen. Ja. Ja. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Menschen werden sterben. Lebensformen werden ausgerottet. Das ist doch verrückt. Ist es das? Ja. Die Menschen brauchen einen Anstoß, um zu handeln. Ohne unmittelbare Bedrohung rühren sie keinen Finger. Das solltest du doch am besten wissen. Wir können uns ändern. Ja! Aber ihr werdet es nicht tun. Wir wissen das. Für uns ist euer Scheitern bereits dunkelste Geschichte. Ich habe immer noch nicht verstanden, was sie damit erreichen wollen. Die Menschen müssen wachgerüttelt werden. Kraftwerke wie dieses werden das Ökosystem des Regenwaldes über die nächsten 100 Jahre hinweg vollkommen ruinieren. Aber als die Menschen schließlich auf die Idee kamen, umzudenken, war der Prozess nicht mehr aufzuhalten. Nur eine Katastrophe wird ihnen die Augen öffnen. Das Spiel ist ganz schön von vor seiner Zeit, von 2012, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll. Aber dabei würden wir ja selbst draufgehen. Na und, draufgehen werden wir so oder so. In meiner Zeit leben nur noch wenige hundert Leute, Svensson. Sie werden den nächsten Sonnensturm nicht überstehen. Wenn wir heute keinen neuen Anfang machen, wird es schon bald keine Zukunft mehr geben. Wir opfern uns für den Fortbestand der Menschheit. Da ist das Spiel weg. Ja, wir opfern uns für den Fortbestand der Menschheit und dann ist das Spiel weg. Ja, weil das ist auch Schlafenszeit. Das ist schon nach 10. Dieses Spiel macht mich fertig. Warte. Hier steht, das Spiel wechselt zurück zu Fay. Und nicht alles nochmal. Hallo? Ah. Oh, hallo? Okay, wir hatten das Gespräch mit Dings. Aber wechselt automatisch zurück zu Fay. Eigentlich. Aber was? Leute, ohne Scheiß, ja. Ich bin arschmüde.
Ja. Nein! Können wir es bitte zu Ende spielen? Es gibt nur noch. Es ist nur noch ein einziger. Also pass auf, es passiert Folgendes. Das Spiel wechselt zurück zu Faye, öffnet die Tür und redet indes, geht zur mittleren Tür, ihr fahrt automatisch. Kellerman hat sie in seiner Gewalt. Ich muss ihnen helfen. Ich muss. Dann muss man alles nochmal machen. Nein, wir müssen nichts nochmal machen. Doch! Nein! Das ist gespeichert, es ist alles passiert. Hier hinten ist. Nur Dingens weg. Die Katzenszene ist einfach nur abgebrochen. Ja, genau. Er ist weg. Was mache ich nach dem Gespräch mit dem Typen? Ja, weil nachdem du den Notschalter gedrückt hast, kommt dieses bla 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 und dann wechselt das Spiel zurück zu Faye, was es offensichtlich nicht getan hat. Ah. Jetzt aber vielleicht. Dann müssen wir nochmal durch alles durchklicken. Ach. Ich weiß. Sie müssen schon besser zielen, wenn Sie mich mit einer Scheibe erschlagen wollen. Ah! Jo, aber Inga, keine Ahnung, das dauert doch wahrscheinlich mindestens noch eine halbe Stunde. Oder? Meine Güte. Nee, es gibt nur noch 5 Zeilen. Also es kann, ich weiß nicht, wie viel Gesprächs. Bist du hier, um mit mir die Welt zu retten, aber wir oder gehen um eigentlich über Moral nur noch zu aus dem Spiel raus mit Faye. Ich kann Dialoge überspringen. Okay. Das ist super. Ja. Danke, das ist so schön. Danke, André, du machst es sehr gut. So, genug geplaudert. Ich habe ein Kraftwerk zu sprengen. Salvador, warten Sie! Verdammt, Salvador! Da ist Faye wieder. Ah, Gott sei Dank. Es tut mir leid, Bent. Na sowas. Wenn Duwe gestorben wäre, du hättest dich auch nicht in Rauch aufgelöst, richtig? Nein, ich wäre immer noch hier. Verschwindet von hier. Alle drei. Ich werde Salvador aufhalten. Ich muss nicht auf dich hören. Ich komme mit. Reicht es nicht, wenn ein Idiot heute stirbt? Oder willst du dich wirklich für eine Menschheit aufopfern, die dich nichts als enttäuscht hat? Bent, du hast mich nicht enttäuscht. Dann aber keine Lügen mehr. Kein Quatsch über meine Forschung. Und kein Ich werde mich in Rauch auflösen. Kein Rauch. Versprochen. Und jetzt los. Ein Nichtraucherspiel. Finde ich gut. Gemacht von starken Rauchern. Da hinten, der Reaktorkern, das ist Salvadors Ziel. Auf geht's. Okay. So, das Spiel wechselt zu Faye. Wir laufen. Ich kann gerade nichts machen. Nee, musst du auch nicht. Wir öffnen als nächstes gleich die Tür und schnell. Reden mit Indes. Der Kern setzt sich in Bewegung. Ich komme. Hast du das auch gehört? Was war das? Der Reaktor ist stehen geblieben. Hilfe! Wachen! Schickt endlich einen Trupp zum Kern! Verdammt, hört mich denn keiner? Oh, wir öffnen die Tür. Ja. Was ist hier passiert? Euer Weltuntergangstraum wird wahr. Euer Freund hat den Kran gestoppt. Der Reaktor kann hier oben nicht gekühlt werden und wird in wenigen Minuten explodieren. Was können wir dagegen tun? Ihr reaktiviert den Kran. Eine Etage weiter unten ist der Schalter. Kann man ihn denn nicht von hier aus steuern? Es gibt einen Notflutungsmechanismus. Aber um den zu aktivieren, muss das Ventil im untersten Stock aufgedreht sein. Kran, erste Etage. Ventil ganz unten. Verstanden. Mittlere Tür. Du kümmerst dich um Indes. Ich aktiviere den Kran. Wie naiv sie ist. Dieser Soziopath wird sie ohne Skrupel abknallen. Ruhe da unten. Sie wird das schon hinbekommen. Okay. Geht's zur mittleren Tür? Ah ja, da geht's nach unten. Mhm. Automatisch. Leg die Kransteuerung um. Umlegen. Gut gemacht. Und jetzt komm schnell wieder hoch. Wenn die Brennstäbe das Kühlwasser berühren, wird alles in kochend heißem Dampf versinken. Nicht so schnell. Kaum zu glauben. Ich dachte mal tatsächlich, du würdest mir noch nützlich werden.
Wir geben ihm gleich den Algengenerator. So kann man sich irren. Und jetzt her mit der Blaualge. Was? Wieso? Du gibst sie mir. Freiwillig oder nicht. Es ist deine Entscheidung. Okay. Und dann gehen wir jetzt zur rechten Tür nach unten. Jetzt können wir verhandeln. Wenn mein Plan erfolgreich ist, was er sein wird, dann explodiert dieses Kraftwerk. Und die Welt wird panisch nach alternativen Energiequellen suchen, damit so ein Unglück nie wieder passieren kann. Genau aus dem Grund brauche ich Bent Svensson und die Alge. Hast du mich gehört, Svensson? Ohne einen Super-GAU wird die Welt niemals auf dich hören. Ich gebe euch Zeit zu entkommen. Und dafür lasst ihr mich meinen Plan zu Ende bringen. Bent. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich egal, was man macht. Es ist besser, du tust, was er sagt. Siehst du? Sogar Faye ist zur Vernunft gekommen. Ich habe es gehört. Aber ich werde da nicht mitspielen. Wenn dich ihre Meinung nicht interessiert, kann ich sie ja erschießen. Was? Ihr habt richtig gehört. Entweder wir können uns einigen oder Faye stirbt. Mein Gott. Ich warte. Tätisch. Tja. Rechte Tür. Hey! Haha! Verdammt! Wir drehen die Flutsteuerung. Ja. Dann fahren wir nach oben. Ich habe das Ventil aufgedreht. Du kannst jetzt die Notflutung aktivieren. Das wird er nicht machen. Die liebe Faye würde ja sonst ertrinken. Wir fahren nach oben. Und jetzt lass mich rein. Ich habe die Alge und ich bin immer noch bereit zu Verhandlungen. Ja. Und jetzt lege ich den Schalter um. Mhm. Noch ein Achso, nee, nicht. Wie? Verschwindet, dreht die Flut, fahrt dann wieder nach oben, legt die Kransteuerung um. Doch, doch, doch. Okay. Kransteuerung. Umlegen. Hallo? Will es das nicht? Oder müssen wir nach ganz oben und irgendwas umlegen? Nee, mach noch mal. Ich glaube, der hat es einfach nicht genug. Ja, okay. Ich habe es abgebrochen. Nee, sie bewegt sich nicht mehr. Ach. Dieses Spiel. Safe? Jetzt safe-mäßig irgendwas? Speichern. Das ist das Letzte, was wir tun. Es kommt nur noch der Epilog. Ja? Ja. Okay. Tja, und ich muss einmal beenden. Dieses Spiel macht mich echt fertig, ey. Aber es kommt wirklich hier, da steht, fahrt nach oben, legt die Kransteuerung um, nun könnt ihr noch den Epilog genießen. Also, okay, alles klar. Ja, okay. Mhm. Und dann haben wir es doch schon im Februar 2023 geschafft. Wahnsinn. Nee, jetzt einfach das Spiel kaputt und wir werden nie das Ende mitkriegen und wir haben es dann quasi voll umsonst. Ja. Ja. Kann die Kransteuerung nicht umlegen. Kannst du dich noch bewegen? Kannst du irgendwie? Nein, kann ich nicht mehr. Wenn ich hier drauf klicke, dann... Ich habe einen schönen Bug gefunden, weil Inga, also ich mache, ist kein Vorwurf an dich, Inga, weil Inga sagte nein, habe ich das Kransteuerung umlegen abgebrochen, indem ich woanders hingeklickt habe, und dann ist sie stehen geblieben und seitdem kann ich Faye nicht mehr steuern. Mhm. Im letzten Bild. Meine Lebenszeit, die in diesem Spiel steckt. Ich werde an dieser Stelle einfach nichts machen. Noch ein Video machen, bevor wir das nächste Mal streamen. Und dann machen wir jetzt einfach mal eine... Ist egal. André ist der beste Cliffhanger für dieses Spiel ever. Ja, ist der beste Cliffhanger. In der letzten Szene vom Epilog. Einfach... Ja. Toll. Ja. Dann...
warte. So. Es war der Ton weg. Entschuldigung. Ach so. Ja, okay, der Ton war weg, aber wir sind am 16.03. wieder für euch da, dann mit der Auflösung dieses Cliffhangers, genau, der letzten Szene. Donnerstag, der 16.03. gibt es den nächsten Plötzlich-Wissen-Stream. Exactement. Und danach dauert es dann ein bisschen und dann sehen wir uns für alle, die jetzt schon mal notieren wollen, am 13.04. auch um 20 Uhr. Das ist auch wieder ein Donnerstag. Genau. Der für heute war es das. Planen. Ja, wir planen mit einer Lösung des Spiels. Genau, für heute war es das. Und wenn ihr jetzt in nächster Zeit noch mehr Streams haben wollt, bei meinem Kanal twitch.tv/anderelampe gibt es am Dienstag. Ist Romy leider nicht da, deswegen gibt es keine Dienstagspolitik. Am Dienstag um 20 Uhr spielen wir Kerbal Space Program 2. Jawohl. Wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt da gerne vorbei. Das war Werbung für das andere und wir sind raus. Genau, und ich wünsche dir gar keine Bugs am Dienstag. André. Ja, danke schön. Gucken wir mal, ne? Ach ja. Macht's gut, schön, dass ihr da wart. Jo. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.